Die mautpflichtige Schlegeis Alpenstraße beginnt auf Höhe des Alpengasthaus Breitlana im Zemmtal. Durch 8 Kehren und 4 Tunnel führt die Straße entlang des Zamser Bachs bis hinauf zur Staumauer des Schlegeisspeichers auf 1800 Metern Seehöhe. Zum Zeitpunkt meiner Fahrt wurden 8,50 Euro Maut für Motorräder erhoben. Für das Jahr 2021 zahlt man bereits 1,50 Euro mehr. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr auf dem größten Teil der Strecke, in dem nur jeweils eine Fahrtrichtung für den Verkehr freigegeben wird. Die Wartezeit beträgt in beide Richtungen maximal 15 Minuten. Motorradfahrer ist es meiner Meinung nach ratsam, sich ganz vorne einzureihen, um auf der Fahrt nicht in einer Blechlawine gefangen zu sein. Zur Länge der Straße gibt es verschiedene Aussagen. Verbund als Betreiber der Straße gibt 13,3 Kilometer und ca. 7 Kilometer auf ihrer Internetseite an. Beim Kartendienst Google Maps sind es 7,8 Kilometer ab der Mautstation. Am Ende der Schlegeis Alpenstraße sind es Luftlinie noch ca. 4,5 Kilometer bis zur italienischen Staatsgrenze. Leider ist ein Übertritt über das Pfitscherjoch in das Südtiroler Pfitschertal mit motorisierten Fahrzeugen nicht möglich. Der von 1965 bis 1972 erbaute Stausee speichert insgesamt 126,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Schlegeissperre ist mit einer Länge von 725 Metern die längste Staumauer von Verbund.
Vielen Dank, dass ihr mich im achten Teil meiner Alpentour 2018 begleitet habt. Mit diesem Teil endet meine kleine Serie über meinen Kurzurlaub mit dem Motorrad in Tirol, in dem ich in 6 Tagen 2047 Kilometer gefahren bin.